So, hallihallo, liebe Freunde. Da ist es. Das letzte Rambo-Messer meiner Messersammlung. Meiner Rambo-Messersammlung. Das Rambo 1 ist da, ne? Natürlich, genau wie das Rambo 2, vor allem das Rambo 1, ne? Ein Überlebensmesser. Ein Survival-Messer. Mit Sägerücken und Kompass. Klinge ist nur 23 cm. Das Ding wiegt auch nur 400 Gramm. Wie ihr seht, mit Signierung. Eins von 10.000 weltweit Originalen mit Signierung. Ich habe die Nummer 4.828 von 10.000. Das ist das erste Rambo-Messer vom Rambo 1-Film 1982. Natürlich auch hier Aufkleber, Kompass und Überlebensausrüstung. Streichhölzer und Pflaster, ne? Wie gesagt, das letzte Rambo-Messer vom Rambo 5, ne, hat ja auch die gleiche Klinglänge wie das Rambo 1, ne, und auch grünen Griff. Der Erfinder vom Rambo 5, Les Blood-Messer, der wollte halt die Seele und Optik bis in den Rambo 1 First Blood-Messer halt geben, ne. So. Und natürlich nicht zu vergessen, die Scheide, ne? Die Messerscheide. Da gibt es auch wieder so ein besonderes Feedback drin, besonderes Future, sage ich mal, ne? Und zwar der Keramikstein, der Wettstein. Das ist auch wieder so extra zum Messerschärfen, ne? Falls das mal stumpf wird, ne? Ne? Beim Rambo 1 ist halt der Wettstein mit dabei. Beim Rambo 2 dieser Wettstab. Ne? Somit habe ich alle Rambo-Messer zusammen. Rambo 1, 2, 3, 4 und die 2x5 MK8, MK9. Irgendwann mache ich mal ein Video, wo ich alle Rambo-Messer zusammenstelle, indem ich euch mal nochmal alle Rambo-Messer zusammen präsentiere, wo ich dann alle zusammen auf den Tisch lege. Nur die Sache ist halt die, dass ich meine ganze und irgendwann natürlich auch meine ganze Messer-Macheten-Sammlung. Ich habe ja ungefähr etwas über 20 Messer-Macheten. Und dann noch ein paar Stück, dann ist meine Sammlung auch komplett, ne? Und irgendwann werde ich euch dann mal alle Messermacheten einfach auf den Tisch legen und dann zeigen. Aber ich habe im Moment aufgrund meiner Anzeige wegen Abstechen habe ich die versteckt vor der Polizei, ne, weil die Polizei meinte, dass die vielleicht mal einfach so spontan mit dem Spürhund hier auftauchen und dann eventuell meine Messermacheten suchen. Ne. Deswegen habe ich die halt irgendwo gebunkert, sage ich mal. Ne. Aber irgendwann werde ich euch dann alles zeigen und präsentieren und nochmal alles erklären. Mike Scorpion aus Remscheid. Gute Nacht, gute Schlacht.